Moin moin und willkommen zurück auf der Normandy. Mein Name ist Lieutenant Shansen Shepard und ja, wir haben herausgefunden, dass Saren ein Verräter ist. Hey, Commander. Oh, ist das Williams? Ja. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Ah, das hat sie verdient. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ich weiß das zu würdigen. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. So, ich muss gehen. Ich muss mit Joker sprechen. Leben Sie wohl, Commander. So, lass mal einen Joker finden. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen dafür. Was wahrscheinlich nach oben. Yes. Der muss ja hier vorne am Pult sitzen, sozusagen, ne? Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. So, in der Zitadelle wird dann mit dem Rat gesprochen wahrscheinlich, um zu erfahren, wie es jetzt weitergeht. Das wäre auf jeden Fall meine... Sieht schon ganz cool aus, oder? Was für ein gigantisches Schiff! Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz-Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz-Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Sieht ja schön aus hier, Zitadelle. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Oh. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene.
Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Okay. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Wichtige Position auf ihrer Karte markiert. Avina, okay. Avina. Udinas Büro, da sind wir gerade. Okay. Speichern nochmal. Folgende Blinkerfall auf dem Radar zum Zitadellturm, okay. Bericht der Lenzmotor. Captain Hendrickson hat von einigen ungewöhnlichen Energiesignalen während der Patrouille durch das Argoros-Cluster berichtet. Sie äußerte insbesondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems, wurde aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant. Ob wir ein Aufklärungsteam dahin schicken sollten? Guck mal, das sind ein paar Nebenmissionen wahrscheinlich. Aber wir reden mal kurz mit Williams. Ich kann die Aliens nicht von den Tieren unterscheiden. Ganz schön riesig. So, gucken wir, ob hier noch irgendwas ist, was wir uns mitnehmen können. Anscheinend nicht. Aber wir können aber ganz kurz mal unsere Squad mal angucken. Wenn wir ein paar Punkte bekommen. Also. Benötigt Pistole 5 Punkte. Okay, müssen wir einmal hier erhöhen. So, Elektronik machen wir auch ein bisschen höher. Dechiffrierung auch vielleicht einen höher. Reduziert Hitze bei Pistolen und Präzision um 7%. Machen wir auch mal. So. Perfekt. Aiden. Verleiht dem Schild eine biotische Barriere, die bis zu 400 Schadenpunkte. Das kriegst du mal. Die Chiffrierung machen wir jetzt nicht so viel, weil ich das ja habe. Erste Hilfe wäre aber super. Reduziert die Abkühlzeit für Werfen, Heben, Barriere und Start um 3%. Okay. Lass uns erstmal. Dann machen wir nochmal hier. So. Und du? Und die Kampfhand. So, machen wir auch mal kurz höher. Okay. So, dann werden wir kurz die Ausrüstung angucken. Was haben wir denn hier für Waffen? Ist trotzdem auch rüber. Macht ein bisschen mehr Schaden zumindest. So. Tauschen wir gegen die. Handfeuerwaffe haben wir, die Stinger 2. Sieht auch schon besser aus, ne? Und Präzisionsgewehr, haben wir das oder den Hammer? Der Hammer macht ein bisschen mehr Schaden. Aber auch nicht so übertrieben wie mehr. Was heißt denn das? 1,2 Sekunden Kühlkörperkapazität. 2,4 ist natürlich länger, ne? 1,2 ist natürlich sehr schnell hindurch. Hör mal, den hier. Granatwerfer habe ich nicht. Haben wir zwar einen, aber haben wir nicht benutzt. Blue Wire. Panzerung. Ah, hier. Hier kann ich was Neues tragen. Duelist. Phoenix. Okay, Rüstungs-Upgrades gibt es da nicht.
aber... Wir können keine andere Rüstung hier. Da. Leichtmensch, oder ist die alte? Bei ihm hier. Die kann er aber nicht haben, ne? Man auch nur leichte Sachen anziehen kann. Okay. So, hier müssen wir auch eine andere Waffe verpassen. Crazy Hurricane. Hä? Crazy Hurricane 1. So, jetzt die Handfeuerwaffen. Also, ich könnte die hier, ich habe ja schon eine gute genommen, also wäre das nur für die interessant hier. Für sie wahrscheinlich auch, ne? Ja, er ist hier nicht. Gut, das haben wir auch. Speichern nochmal und dann haben wir das fertig. Und jetzt können wir jetzt mal hinlaufen zu dem Bereich, wo wir sollen. Da oben ist die obersten Ebene, da müssen wir irgendwie Fahrstuhl benutzen oder sowas, ne? Hier geht's nicht längs. Hier vielleicht. Ich gehe mal weiter runter, aber es muss ja hier irgendwo Fahrstühle geben. Volle Deckung! Huch! Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Was bedeutet das? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Okay. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Kein Interesse. Ich verzichte. Es tut mir leid, wenn Sie meine Serviceleistung nicht als zufriedenstellend empfunden haben. Turiana. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Zitadell Tourismus und Besuch. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Also die oberste Ebene, da müssen wir jetzt irgendwie hin. Was, muss da irgendwie so einen Schnellfahrstuhl geben oder so, ne? Den Fahrstuhl, das sehen Sie jetzt, finden Sie in der Rampe unten, gleich hinter den Botschaften auf der linken Seite. Ja. Gucken wir mal. Hier kann man sich halt gut verlaufen, aber da sieht es schon aus wie ein Fahrstuhl hier. Sie müssen mit dem Rad reden. Achso, ich muss erst mit dem Rad reden. Zum Zitadellturm geht es aber hier längs, steht er. Ich kann durchgehend laufen. Nee, noch nicht. Zum Zitadellturm, Wegbeschreibung, okay. Sieht schon ganz schön aus hier irgendwie. Steht immer mal ein kleiner. Sind hier ein kleiner Schlitten. Zum Finanzbezirk? Da sollen wir nicht hin. Zum Zitadellturm geht's da längs, okay. Zitadellturm. Okay, der fährt uns dahin wahrscheinlich. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit. Halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Commander Shepard? Garus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Irgendwas gefunden, was ich wissen sollte? Saren ist ein Spekter. Die meisten seiner Taten sind geheim. Ich habe nichts Konkretes. Aber ich weiß, dass er was plant. Wie ihr Menschen sagt, ich hab's im Urin. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie Ihnen zu. Vielleicht. Mal gucken.
beide? Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus wird... Also, hier längs geht. Ich gehe einfach mal hier längs. Die Anhörung hat bereits begonnen. Los! Okay, ich bin ein bisschen spät dran. Wird gebummelt, nicht bummeln. Die Gate-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der, der die Zerstörung des Senders zuließ. Sie haben den Sender zerstört. Dann wollten Sie es verheimlichen. Die Schuld auf andere schieben, um von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Genau wie Captain Anderson. Er hat ihnen viel beigebracht. Aber was hat eine geile Stimme. Soll man von einem Mensch auch erwarten? Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit und meine. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und dem Gate belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Cooler Typ. Dieses Treffen wird vertagt. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Der Rat wir müssen uns selbst um Saren kümmern. Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Citadel-Sicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Citadel-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Da wird ziemlich viel kümmern. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Sie sagten doch, dass er ein nutzloser Säufer sei. Es könnte trotzdem nicht schaden, mit ihm zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Ich muss jetzt gehen. Okay. Viel Glück, Shepard.
Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Hängt ein bisschen mein Botschafter ab. Okay. Gut, lass uns den Hiopai mal finden. Muss ja irgendwo sein. In unteren Gegenden, sagten die, ne? Bezirke. Kuros Nest. Ah, ist doch cool, konnte direkt hinreisen. Okay, jetzt müssen wir dann noch durch die Gegend flankieren. Sie sind beim Herrenclub Kuros Nest in den Bezirken hingekommen. Ist hier? So, ist das Kuros Nest hier? Nee. Ja, kein cooler Club. Das ist, glaube ich, nicht. Warte mal, geht mal da hinten hin. Das ist doch gar nicht der Club hier. Das sieht ein bisschen komisch aus. Müssen wir hier rauskommen wahrscheinlich, ne? Das ist der. Was? Was? Warum schießt die auf mich? Tipfel mit einem Schuss. Das waren Sarens Männer. Glaube, wir sind fertig, Commander. Aha. Können wir einen Lapdance geben lassen? Entspannen wir uns mal. Anlehnen und gehen. Danke für den Tanz. So, jetzt bin ich wieder voller Energie. Haken, da ist er. Zurück, Vrax. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin doch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Okay. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Okay. Allianz Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Größte Fehler meines Lebens. Ich brauche Informationen. Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadellsicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Was ist schiefgegangen? Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Na, deswegen bin ich aber nicht hier. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Okay. Ich verschwinde. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Ich hab hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Ja, wieder raus hier. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Frag mich auch. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Vermutlich.
wir hier hin müssen, aber wir gehen jetzt aber mal hier links. Zu den unteren Märkten. Ist hier oben. Wo ist hier hin? Ich glaube, hier sind wir nicht längst, ne? Wir markieren das mal auf unserer Karte. Ist vielleicht, ist vielleicht leichter zu finden. Medizinische... Da müssen wir hin. Ist auch in diese Richtung, okay. Klinik Sicherheit, guck mal. Zur Sicherheitsakademie, da sollen wir nicht hin, sondern zu Kliniken. Was soll denn da sein, ne? Ja, hier ist der Weg richtig. Hallöchen. Tür auf. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich. Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ah! Wow. Headshot. Headshot. Alle Ziele neutralisiert. Sehr gut, ich sammle mir trotzdem mal die Sache ein hier. Achso. Kann man in die Luft jagen. Ich dachte, da wäre irgendwas zum Einsammeln. Medigel aufgestockt und jetzt sprechen wir mal mit der guten Frau hier. Okay, ist mit Garrus. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Guter Schuss. Sie haben ihn sauber getroffen. Manchmal hat man Glück. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Wer waren die Männer? Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Die Quarianerin? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Okay. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Und dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Beweise? Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die Geth? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Aber Fist hat sie... Versuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Okay. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. So. Das ist mein aktueller Squad. Zu Squad hinzufügen, Squad überprüfen. Ich kann aber nur drei Leute haben, ne? Ich nehme mal Garrus mit und sie. Ja. Okay.
auf die Karte gucken. So, wir speichern noch einmal zwischendurch. Wir können direkt hier mit dem Ding loseiern, oder? So, wir müssen wieder in die Bezirke. Hier. Präsidium. Botschaften, Bezirkszugang. Ah, was hat er denn gesagt, wo sie hin sollten? Ah, von dahin. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar. So, warte mal, kurz Tagung gucken wir. Sieht er da vielleicht ein krogianischer Kopfgeldjäger namens Ulrich könnte Ihnen bei der Suche helfen. Rex, der Krogianer wird gerade in der C-Sicherheitsakademie befragt. Ah, okay. Die Sicherheitsakademie war da vorne, ne? Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entfernung verbreitet wird. C-Sicherheit da links. Okay. Finden wir schon. Das ist die Sicherheitsakademie, okay. Wenn man so guckt, ne, so steif bewegen sich die Leute jetzt ja bei den neuen Spielen gar nicht mehr so, ne? Aber hm. Ah, gehen wir mal da rein. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten Menschlichkeit. Überspringen wir, ne? So. Jetzt müssen wir nochmal finden, ob wir drin sind. Zur Andockbucht? Ne, wird er irgendwo befragt, ne? Hier ist er. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Kenne ich Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, Sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe Ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass Sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Schön, Sie bei uns zu haben, Rex. Gehen wir. Fist soll nicht warten. Okay, jetzt müssen wir natürlich auswählen. Also wenn wir ihn mit... Warte mal. Ihn mit, ihn mit. Den können wir nicht mitnehmen, ne? Zack. Gut. Was kommt? Achso, wir müssen gucken, wo wir hin müssen. So. Fist, ein früher Zornweiler, Fist ausschalten. Meist im Kurs netzt man unsere Bedenken rum. Trifft sich mit einer Koreanerin, die weiß, wir sagen Zornweiler, okay. Gut. Das ist ja kein Problem. Dann müssen wir auch mal ins Kurs Netz wieder eiern. Warte mal, warum gehe ich hier weg? Da unten, von unten kommen wir doch gleich direkt fahren. Ja, Quatsch. War so ein Rapid-Ding, oder? Genau. So. Eiern wir direkt hin. Gucken wir, ob es nochmal klappt jetzt. Sieht geschlossen aus. Fist riecht nach Ärger. Oh.
Steh auf vollem Weg. Jetzt hat er mich ein bisschen erwischt. Muss kurz aufpassen. Auch gut Headshots machen hier, ne? Ich bin die Headshot-Crew. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Mal gucken, ob wir hier noch gegenschießen können. Na egal. Stehen bleiben! Kommen Sie nicht näher! Hä? Kommt er da nicht raus? Aber wie cool! Gut. Warte, hier gibt's was. Und zwar... Da. Nehmen wir das mit. So. Sie, töten Sie mich nicht. Ich gebe auf. Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie, warten Sie. Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist. Aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Müssen Sie da... Nennen Sie den Ort. Sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit Ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Was machen Sie? Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Ich habe ihr das Sagen, wenn Sie sowas nochmal machen. Er war der Einzige, den ich noch hatte. Gibt es keine dringenderen Angelegenheiten, um die wir uns kümmern müssen? Die Quarianerin stirbt, wenn wir jetzt nicht gehen. Okay. Da hinten ist irgendwas, das können wir mitnehmen. Was ist da drin? Okay, Munitionsupgrade. Nicht schlecht. Wohin? Oh, ich komme mit Gegner. Müssen wir hier raus? Ich muss kurz auf die Karte gucken, warte mal. Weiß nicht, wo wir hin müssen. Untere Märkte ist hier, ne? Okay, wir müssen da links. Halt. Speichern gleich mal zwischendurch. Nicht, dass wir sterben und dann müssen wir das ganz normal machen.
Quarantäne stirbt in so und so vielen Minuten. Das ist auch geil, ne? Noch nicht rein. Okay. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. War der mich irgendwie... Okay. Fist hat mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Machen Sie sich wegen Fist keine Sorgen. Er hat bekommen, was er verdient hat. Dann bin ich Ihnen wohl zu zweifachem Dank verpflichtet. Wer sind Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Wir könnten Sie zur Botschaft der Menschen bringen. Ihr Botschafter wird Sie ohnehin sehen wollen. Okay. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele... Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Ich kann's helfen. Ihnen den Tag retten. Sie hat Informationen, die Saren mit den Geht in Verbindung bringen. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise. Meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geht gehört. Seit Sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geht immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geht-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geht frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geht erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Diesmal kommt Saren nicht davon. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geht das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Sie hat recht. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geht verehren die Reaper als Götter. Als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Werden Sie es glauben? Das ist ein ziemlicher Hammer. Sie könnten einfach alles ignorieren, was wir Ihnen sagen. Was Sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr? Der Quarianerin? Mein Name ist Tali.
Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Alle in unserer Gruppe auf hier. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Okay, So, ich nehme mal hier Ashley mit. Und dann die Quarianer nochmal mit. So. Super, aber das war's dann auch für heute. Denn das soll ja spannend bleiben bei unserer Weltraum-Soap sozusagen. Ist ja mehr interaktiver Film als Spiel im Moment. Aber es kommt noch. Bis dahin. Tschüss.